hier unsere Tour im November 2013 durch Arizona, Nevada bis nach Kalifornien. Einen ersten Winter haben wir bereits im Bryce Canyon mit nachts minus 16 Grad erlebt. Deshalb sind wir in tiefere Regionen gefahren. Wir sind am Lake Powell, nahe Page, 2000 Meter tiefer angekommen. Die Temperaturen sind hier angenehmer. Tagsüber haben wir wieder 20 Grad und nachts sind es knapp über Null. Nach der Besichtigung des Staudammes geht es auf den Campground am See. Und wir können wieder am Lagerfeuer, wenn auch etwas eingepackt, sitzen. Nur ein paar Kilometer südlich von Page befindet sich die Horseshoe Bend Colorado River Schlinge. Nach kurzer Wanderung über einen Sandberg gelangt man an die Canyonkante mit Blick auf den Colorado. Vor mehr als einem Jahr hat es im Highway 89 bei Bitter Springs einen großen Erdrutsch gegeben. Seitdem muss man einen 100 Kilometer Umweg nehmen, um an den Marble Canyon zu gelangen. Wie lang der Umweg ist, ist deutlich zu erkennen. Nachdem wir auf das grüne Wasser im Marble Canyon geschaut haben, fahren wir über die Brücke weiter und fahren rechts ab zur alten Fährstelle am Colorado. Heute ist sie die Ablegestelle für Schlauchboote zum Rafting durch den Grand Canyon. Die Rafting-Tour ist ca. 500 Kilometer lang und dauert einige Tage. Wir schauen einer Gruppe bei den Vorbereitungen zu. Nach für uns ewig langer Zeit, die der Ranger gebraucht hat, die Gruppe einzuweisen, legen sie ab. Anschließend besuchen wir gleich nebenan in einem kleinen Seitental eine verlassene Range. Danach geht es weiter bzw. zurück auf der gleichen Straße nach Süden Richtung Grand Canyon. Wir erreichen den Grand Canyon vom Osten her. Kurz vor dem Osteingang schauen wir in die Schlucht des kleinen Colorados. Meistens fehlt hier das Wasser. Und dann kann man in die große Schlucht schauen. Wir sind am South Rim auf etwa 2100 Meter. Die gegenüberliegende Seite, der North Rim, gebildet vom Kaibab Plateau, liegt über 300 Meter höher, auf ca. 2500 Meter. Der Nordteil vom Grand Canyon ist schon wegen Winter gesperrt. Die Länge des Grand Canyon ist 450 Kilometer. Davon entfallen 350 Kilometer auf den Nationalpark. Die restlichen Kilometer sind Indianerschutzgebiet. Angekommen in Grand Canyon Village fahren wir auf den Trailerplatz und stellen unser Gespann ab. Wir nutzen den kostenlosen Shuttlebusverkehr und fahren alle gelb markierten Aussichtspunkte an. Einzelne Abschnitte gehen wir zu Fuß an der Abbruchkante entlang. So vom Matterhorn bis zum Kolbstudio und auch vom Hobie Point zurück bis Grand Canyon Village. Bei Temperaturen knapp über 0 Grad und Sonnenschein macht es richtig Spaß.
Wir haben den Grand Canyon Nationalpark nach Süden verlassen und sind zum Sunset Crater gefahren. Er ist ein kleiner Vulkan mit einer Höhe von 2450 Metern. Am Fuße seines Schlackenkegels wandern wir auf festgelegten Wegen durch die erstarrten Lavaströme. Danach geht es weiter über Flagstaff durch das Oak Creek Canyon nach Sedona. Das malerische Städtchen Sedona liegt im Tal des Verde Valley auf etwa 1500 Meter und ist von Monolithen aus rotem Felsgestein umgeben. Hierher reisen jährlich zwischen 2 und 3 Millionen Besucher. Reisejournalisten, Fotografen, Sportler, Freizeitenthusiasten und Kulturhistoriker gehörten Sedona zum schönsten Ort Amerikas. Sedona ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Mit seinem milden Klima, den vier gemäßigten Jahreszeiten, dem blauen Himmel und meist einem strahlenden Sonnenschein ist es die Stadt der wohlhabenden Rentner. Am Abend sind wir in der Oak Creek Brauerei und dinieren, wie es hier üblich ist. Übrigens, der Begriff Oak begegnet uns demnächst öfter und bedeutet übersetzt Eiche. Von dieser Baumsorte sind hier in Nordamerika 23 Arten bekannt. Am nächsten Tag besuchen wir die Chapel of the Holy Cross, eine in einen Berg gebaute Kapelle. Die Berge in der Umgebung sollen angeblich spirituelle Kraft besitzen. Kilometer südlich von Sedona, nahe bei der Ortschaft Camp Verde, liegt Montezuma Well und Montezuma Castle. Montezuma Well ist ein Quellsee, der vor langer Zeit durch den Zusammenbruch einer Kalksteinhöhle gebildet wurde. In den Quellsee fließen kontinuierlich 4500 Liter Wasser pro Minute. Durch einen Wanddurchbruch fließt das Wasser über einen seit der Antike vorhandenen Kanal in den Beaver Creek ab. Diese konstante Versorgung mit warmem fließendem Wasser ist eine Oase für Mensch und Tier seit ewigen Zeiten. Wir sind im Montezuma Castle Nationalmonument. Es sind die am besten erhaltenen Felswohnungen der Ureinwohner von Nordamerika. Die Wohnungen, in einem hochaufragenden Kalksteinfelsen gelegen, erzählt die Geschichte vom Eisenfallsreichtum zum Überleben und letztendlich vom Wohlstand in einer gnadenlosen Wüstenlandschaft. Westlich von Sedona liegt das Tutsigot Nationalmonument bei der Ortschaft Clarkdale. Wir besuchen ein Pueblo der Sinagua-Kultur aus dem 12. bis 14. Jahrhundert. Danach fahren wir weiter auf dem Highway 89 durch die historische Kupferminenstadt Jerome.
Heute sind die Minen stillgelegt und Jerome behauptet von sich, die größte Geisterstadt in den USA zu sein. Wir fahren weiter über die Mingus Mountain Route, über den 2100 Meter hohen Pass zu den Ortschaften Prescott und Chino Valley und dann weiter zur Route 66 nach Seligman. Mit der Nostalgiewelle um die alte Route 66 als Amerikas Mutterroute Ende der 80er Jahre rückte der kleine Ort Seligman wieder in den Blickpunkt weltweiten Interesses. Eines der besterhaltenen und besonders malerischen Teilstücke der alten Straße beginnt hier. Vom Osten kommend führt die Route 66 von Seligman über Kingman über den verschlungenen Sitgrave Pass bis nach Oatman. Heute Sonntag am 10. November sind wir nach vielen Kilometern auf der alten Route 66 in der ehemaligen Goldgräberstadt Oatman in den Black Mountains angekommen. Oatman ist ein beliebter Treffpunkt für Biker, Touristen und Abenteurer aus aller Welt. Heute am Sonntag ist richtig was los. Zwischendrin laufen die wilden Esel, Horos genannt, in der Stadt frei herum. Sie stammen von Lasteseln ab, die von ihren Besitzern einst freigelassen wurden, nachdem sie in den Goldminen nicht mehr gebraucht wurden. Wir schlagen unser Nachtquartier nahe der Ortschaft in der Wüste auf. Nach der Übernachtung südlich von Oatman in der Wüste fahren wir weiter bis an den Colorado bei Needles. Über Bullhead City kommen wir dann zum Hoover Dam. Am Hoover Dam fahren wir über die neue Brücke und biegen ab zur Besichtigung des Staudammes. Erst nach einem intensiven Check unseres Autos nach Bombenmaterial dürfen wir bis zum Damm fahren. Den Wohnwagen hatten wir kurz vorher auf einem Parkplatz abgeparkt. Nach mehreren niederschlagsarmen Jahren und durch den hohen Wasserverbrauch unter anderem von Las Vegas ist der Pegel des Lake Mead in den letzten 13 Jahren um 30 Meter gesunken. An den Wassereinlauftürmen und an dem hellen Uferbereich kann man erkennen, wie hoch der Wasserstand im See einmal war. Kilometer nordöstlich von Las Vegas, nahe dem Lake Mead, befindet sich der Valley of Fire State Park. Er ist der älteste und größte State Park Nevadas.
Das Valley of Fire leitet seinen Namen von den roten Sandsteinformationen ab, die sich vor 150 Millionen Jahren als großen Wanderdünen formten. Wir bleiben für ein paar Tage im Park auf dem Campingplatz und gehen wandern. Das sonnige Wetter und die angenehm warmen Temperaturen Mitte November sind ideal zum Wandern. Im Einzelnen wandern wir zum Maustank, einer Wasserzisterne, zum Bellingsrock, zum Elefantrock und auf dem Rundweg White Dome Trailhead. Langsam geht der Tag zur Neige und wir begrüßen unseren täglichen Besuch hier am Platz. Wir füttern das Häschen mit frischen Gemüseresten und freuen uns, dass es so zutraulich ist. Wir haben uns nach Tagen der Ruhe in das Getümmel von Las Vegas gestürzt. Das mitten in Las Vegas gelegene Spielcasino Circus Circus besitzt einen Campingplatz, wo man direkt an der Hauptstraße, dem Strip, wohnt. Bei unserem dritten Besuch wollten wir einige uns bereits bekannte und auch neue Spielcasinos auf dem Strip anschauen. Hier unterliegt alles ständigen Veränderungen. Wir spazierten am Tage und auch am Abend den Strip entlang. Es ging auf der Straße entlang oder auch mitten durch die Casinos. Die Aufnahmen sind eine Zusammenstellung in der Abfolge am Strip vom Casino Luxor bis hin zum Sky Tower. Nach dem Sky Tower im alten ursprünglichen Stadtzentrum auf der Fremont Street hat alles mal angefangen. Und hier mal etwas zum Schmunzeln aus der Zeit vor 15 Jahren. 1997 im August, als wir das erste Mal hier waren, gab es Temperaturen weit über 30 Grad und wir hatten riesigen Durst. Wir kauften uns ein Bier und mussten es in der Papiertüte verstecken. Als ich nach einem Öffner für die Flasche fragte, fiel der Verkäufer fast in Ohnmacht. Deshalb waren wir nun angenehm überrascht über die vielen gastronomischen Einrichtungen, wo man im Freien Getränke und Speisen zu sich nehmen kann. Sogar Biertrinken in aller Öffentlichkeit wird nun akzeptiert.
Wir sind auf dem Sky Tower und genießen die Aussicht. Wem das nicht reicht, kann auf den Gerätschaften Adrenalin tanken. Wir sind im alten, ursprünglichen Stadtzentrum von Las Vegas. Hier auf der Fremont Street hat alles mal angefangen. Das Golden Nugget war das erste Casino der Stadt. Heute ist die Fremont Street für seine Lichtershow bekannt. Zum Abschluss genehmigen wir uns im Hofbräuhaus von Las Vegas eine deftige bayerische Mahlzeit und ein Maß Bier, prosten Siegfried und Roy zu und fahren aus der Stadt. Vor den Toren der Stadt besuchen wir noch das Casino Silverton und schauen uns in den Verkaufsräumen um. Hier wird alles angeboten, was man zum Jagen und Fischen braucht. Waffen aller Art, Angeln, Outdoor-Utensilien, Boote und geländegängige Fahrzeuge. Also alles, was ein Outdoor-Fan das Herz höher schlagen lässt. Wir fahren weiter bis zum Red Rock Canyon und gehen eine kleine Runde wandern. Anschließend holen wir unseren Wohnwagen und verlassen Las Vegas. Auf dem Highway 93 geht es nordwärts. Nach mehr als 250 Kilometer stoppen wir am Cathedral George State Park, um zu übernachten. Wir nutzen den kaum besuchten Campingplatz. Es war aber auch nicht mehr zu erwarten hier mitten in Nevada und das am 20. November. Die Nacht ist frisch, es gibt wieder Frost, wir sind ja auf 1500 Meter Höhe. Am nächsten Morgen spazieren wir durch den State Park. Wir gehen durch die bizarren, durch Wasser erodierten Ablagerungen und Sedimente eines ehemaligen Sees. Heute bilden sie kathedralartige Sandsteinformationen, enge Schluchten, Kamine, Felsnadeln und höhlenartige, schmale Gänge. Wir fahren weiter, oft auf schnurgeraden langen Straßen über die Hochebenen Richtung Death Valley.
Wir sind in Death Valley, Nationalpark Tal des Todes, auf dem Campingplatz am Frontier Creek angekommen. Death Valley liegt in der Mojave-Wüste und ist der trockenste Nationalpark in den USA. Er liegt zum größten Teil auf dem Gebiet Kaliforniens und zu einem kleinen Teil in Nevada. Am Folgetag fahren wir über das Mud Canyon zum Ostausgang des Nationalparks und begeben uns auf die 27 Meilen lange Einwegstraße durch das Titus Canyon. Es geht durch schroffe Berge und bunte Felsformationen. Der Red Pass ist der höchste Punkt auf dieser Straße mit 1600 Metern. Die Region ist bekannt als ein Hitzepol. Dies liegt daran, dass sich die feuchten Winde auf ihren Weg vom Pazifik an fünf Bergrücken abregnen, bevor sie über das Gebiet des Parks ziehen können. Wir erleben den trockensten Park einmal ganz anders. Nach dem ersten Tag fängt es an zu stürmen und zu regnen, sodass wir nicht aus dem Wohnwagen kommen. Es ist kalt und wir müssen rund um die Uhr heizen. Erst besuchen wir verschiedene Ausflugsziele im Tal. Bei einem Ausflug nach Westen aus dem Tal des Death Valley hinaus, nachdem wir durch die Mesquite Sanddünen und das Mosaic Canyon gewandert sind, staunen wir nicht schlecht, wie viel Schnee es in den letzten zwei Tagen hier auf 1500 Meter gegeben hat. Oberhalb des Death Valley im Osten auf 1700 Meter Höhe befindet sich der Aussichtspunkt Dundas View. Wir genießen den Blick auf das Badwater Basin. Badwater
ist der tiefste Punkt der USA und liegt 85 Meter unter Meeresniveau. Hier werden im Sommer regelmäßig Temperaturen von über 50 Grad gemessen. Die Salzpfanne entstand durch das Austrocknen eines ehemals bis zu 200 Meter tiefen Salzsees vor 3000 Jahren. Anschließend verlassen wir das Death Valley und fahren durch die Mojave-Wüste in das San Joaquin Valley bis vor Kings Canyon im Sequoia Nationalpark.